Herzlich willkommen, ich bin Insanity. Wenn dir das folgende Video gefallen hat, lass doch gerne ein Abonnement oder ein Like da und eventuell auch einen Kommentar für den Algorithmus und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Oh ne, sage ich ja immer noch nicht. Oh. In der letzten Folge haben wir Port Royal geklärt und jetzt gucken wir uns Halloween Town an. Nothing wrong with my design. It's flawless. There must be something wrong with the parts those imbeciles brought me. I need to find better assistance. Timing, gentlemen. Lend me a hand, won't you? These presents must belong to Sandy Claus, so I thought I'd better return them. You just happened to find them? Of course, Sora. I'm finished with Christmas fantasies, you know that. But you thought you'd hold on to the suit. What, this? It's just a costume. And Sally worked so very hard making it. Come on, we've got work to do. Jawohl, boah, ich hab ehrlich gesagt gar keinen Bock, Jack mitzunehmen. Jetzt hatte ich auch gar nicht geguckt, ob wir in Port Royal alle Kisten haben. Oh. Wherever did you find these? In Halloween Town. You'll be needing them for Christmas, right, Sandy? Of course. But these are just a few of the Christmas presents that were stolen. Stolen? Oh, Sandy, you don't think it was me? Still wearing the outfit, I see. I just thought I'd dress for the occasion. But if you don't believe me, then we'll just have to find out who really did it. Very well, I'll leave it to you. All right, Sora, Donald, Goofy, we're off! Was war das denn? Auf jeden Fall speichern. Ja, seht ihr, wir haben einfach gerade eine ganze Stunde Fortschritt gemacht. Drücke Rechtsklick während einer Combo in der Luft, um einen Gegner mehrere heftige horizontale Schläge zu versetzen. Möchte ich. Boah, was wir jetzt mittlerweile für Kombos machen können, ey. So, was war das? Ach, sollten wir hier jetzt gar nicht her, oder was? Hat sich hier was geändert? Wir haben in Port Royal 3 Kisten übersehen? Okay. Okay, hier sollten wir anscheinend gar nicht hin. Oh, hier gibt's aber 2 Kronen. Ja, an die andere kommen wir nicht ran, würde ich sagen.
This looks good. No! Boring! This one? No! No way! So you three took them. Took what? You stole the presents, didn't you? It wasn't us. But... it really sounds like fun. Run for it! Benutze die magischen Schachteln, um Furcht, Angst und Schrecken zu fangen. Okay. Jetzt können wir das mal probieren. Oh, das ist das also, ja. Ja, finde ich cool. Und jetzt? Oh, nee, sag nicht, wir müssen die echt auf die schlagen. Okay. Ach, wir dürfen die erst einfangen, wenn sie erschöpft sind, okay. Und jetzt die Kiste drauf. Ach komm. Ach komm. Hä? Das ist so dumm. Jetzt ist die Kiste doch direkt vor ihr. Hä? Das ist doch dumm. So, jetzt komm. Kiste holen. Jawohl, haben wir. Noch zwei. Er kriegt jetzt hier auch nochmal richtig aufs Maul. Nummer 2. Es macht auf jeden Fall guten Schaden. Schatz, ja, wahrscheinlich. So. Tschüss. Tragbare Items. Yes. Wo habt ihr die Geschenke hingetan? Wir haben es doch gesagt, wir haben sie nicht. Was macht ihr denn hier? Wir suchen nach Teilen für diese neueste Schöpfung. Schöpfung. Dr. Finkelstein bastelt uns einen Spielkameraden ein, der nach unserer Pfeife tanzt. Es stimmt, dass der Doktor in letzter Zeit sehr hart an irgendeiner Sache gearbeitet hat. Und überhaupt, Weihnachtsgeschenke sind langweilig, überhaupt nicht gruselig oder grausig. Wozu sollen sie also gut sein? Genau. Hier gibt's nichts, was Spaß macht. Gehen wir zurück nach Halloween Town. Waren diese drei Racker diejenigen, die die Geschenke genommen haben? Sieht eigentlich nicht so aus. Dann bleibt nur noch... Sally. Oh, so ein Glück, ihr seid alle hier. Stimmt etwas nicht? Die Herzlosen sind wieder auf dem Fallbeilplatz. Ich dachte, das solltet ihr besser wissen. Das ist unser Einsatz. Zurück nach Halloween Town. Einen Augenblick. Und was ist mit der Suche nach dem Geschenkdieb? Jetzt, wo du es erwähnst, die Herzlosen spielten mit ein paar Geschenken, als ich sie gesehen habe. Na, da haben wir also die Schuldigen. So, komm. Ein seltener Herzloser ist aufgetaucht. Da! Komm, gib mir was Geiles, bitte. Nur ein Freudensplitter? Ne, da ist noch einer. Oh mein Gott. Oh, 2000, ja, 2400. Ein Orichalcum? Alter, what the fuck? Wie nice ist das denn? Nein. Oh mein Gott, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre ich super pitzig gewesen. Mein Headset ist auch gleich leer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Tuten hört. Oder nur ich, weil ich sie auch hab.
Nope. There. Weihnachtshügel, das speichern wir auf jeden Fall. Ey, so geil, von so einem Kaugummi-Automaten einfach ein fucking Orikalkum-Drop-Drop zu bekommen. Drop-Drop. Hinterland! Ja, die Kombi hier können wir jetzt nämlich machen und die ist ja mal super stark, Mann. Finde ich sehr geil. Ja, wir können uns auch mit dieser Rechtsklick-Attacke erholen. Können wir eigentlich, das ist jetzt die Frage, was ist das? Okay. Macht auf jeden Fall asozial viel Schaden. Ah, wir können die Kombi dann tatsächlich weiterführen. Wie geil ist das denn? Nein. Oh Gott, ey, danke. Okay, haben wir. Hat auch was gedroppt. Somebody, anybody, I'm only an elected official. I can't handle this by myself. Sally was right. We've got to get the presents. Oder die Geschenke zurück. Aber gerne. Jo, danke. Gefällt mir gut, die neue Attacke, die wir haben. Ich weiß gar nicht, warum man seine Angriffe beschränken sollte. Also aus was für einem Grund? Also man kann ja hier dieses, diese Minus-1-Kombo machen. Boah, zwei von denen ist asozial. Lass mich blocken, bitte. Bitte. Na, dann nicht. Okay, wir haben sie einfach mal kurz weggebombt. Jo, danke. Ja, danke. Ja. Und jetzt nochmal einmal hinterher hasseln. Gönn mir. Gönn mir doch. Danke. Ich wusste es. What a shame. It looks like it was such a nice present. Jack. Oh, help! Someone help me! My latest experiment is gone! It's been stolen! Wir haben ein Geschenk bekommen. Was auch immer uns das bringt. Ich habe hier gesessen und gegrübelt, als ich urplötzlich angegriffen wurde. Ich bin glatt umgekippt, als ich wieder zu mir kam, war meine Schöpfung weg. Keine Sorge, Doktor, wir wissen, wer sie gestohlen hat. Wer? Die Herzlosen. Wenn es nicht die Herzlosen waren, wer könnte es dann gewesen sein? Ich hätte da eine Idee. Der Dieb mag ganz offensichtlich Weihnachtsgeschenke. Nun, wir platzieren irgendwo ein paar und locken ihn damit in die Falle. Und dieser Schurke ist dann derselbe, der meine Schöpfung gestohlen hat? Ganz genau. Ich glaube, mein Headset geht echt jede Sekunde leer. Ich werde einmal kurz ein Kabel zücken. Um es aufzuladen.
Nun ja, ist doch ganz oft einfach. Wir müssen ihn nur ordentlich einschüchtern dazu bringen, ein Geständnis abzulegen. Donnerwetter. Was haltet ihr davon, wenn wir es für erste mit Jacks Plan versuchen? Habt ihr die Geschenke schon gefunden? Fast, Nicky Gross. Bald haben wir den Dieb an der Angel. Dürfen wir die Fabrik benutzen? Geschenke als Köder? Du meine Güte, eigentlich gefällt mir das gar nicht. Aber da es für eine gute Sache ist, also gut, nur dieses eine Mal. Im zweiten Stock findet ihr alles und macht das mit Hingabe, ja? Jawohl, jetzt werden gleich erstmal schön ein paar Geschenke gefaked. Aber ich würde sagen, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken, bis denn!